Zamora. Und kein schlechter Schuss von Alonso. Friedel Konzilia hat da nicht sehr gut ausgesehen. Kaum Angriffe über mehrere Stationen. Das ist Hagmeier. Ein guter Schuss von Hagmeier. Ja, die gefährlichste Situation von den Österreichern bisher in diesem Spiel. Pass von Kraus. Hagmeier bedrängt von zwei Spaniern. Wenig Lücken in der spanischen Verteidigung. Petze. Ja, das war die erste Riesenchance der Österreicher. Eine Riesenchance für Bruno Petze. Hier haben wir die Szene noch einmal. Eckball durch Hintermeier. Die beiden ein Rezept gewusst gegen die defensive spanische Mannschaft, die jetzt zu Beginn der zweiten Hälfte immer offensiver wird. Das ist Santillana. Santillana gegen Friedel Konzilia. Nun, nach der Chance von Bruno Petze in der ersten Hälfte war das die größte Tormöglichkeit in diesem Match bisher. Noch einmal, Santillana strebt allein auf Friedel Konzilia zu. Konzilia kommt aus dem Tor, schneidet den Winkel ab. Santillana versucht Esteban. Guter Schuss von Saura. Hier noch einmal der kleine Mittelfeldspieler. Hartenberger. Kegelwitz. Und Abstoß vom Tor von Arconada. Die österreichische Nationalmannschaft muss sich gefasst machen, unter den Pfiffen der Zuschauer in die Kabine zu gehen. Wir werden versuchen, Ihnen gleich einige Kommentare zu diesem Spiel einzuholen.